Hallöchen, meine Freunde der Nacht, und herzlich willkommen zum zweiten Video in dieser Mixwoche. Wir sind wieder unterwegs mit meinem kleinen Brüderchen. Ich starte das Spiel, spul mal vor. Und diesmal ist er unterwegs auf, ich kann lesen, Svergorsk. Map, und er ist unterwegs in der Su 100. Tier 6. Teddy, der Russen. Und mal schauen, wie er sich schlägt. Und auch hier wieder in dem Video angemerkt, ich habe die Replays, die ihr heute seht, auch schon wieder vorab gesehen. Wie gesagt, in der Mixwoche, weil ich schauen wollte, wie packe ich die einzelnen Replays besser zusammen, um die Spiellänge oder beziehungsweise das Interesse im Game zu haben. Ich gehe aber mal auf meine Perspektive, dass wir dieses Problem nicht haben mit den älteren Videos, weil wir haben wieder keine Richtschützenperspektive. Und wir schauen mal, wie er sich mit der Su 100 schlägt. So schlecht kann es ja nicht sein. Er hat auf jeden Fall Su-Erfahrung und TD-Erfahrung mehr als genug, mein Brüderchen. Und legt mal direkt einen One-Shot-Kill hin. Ja, Kette treffen bei einem TD ist immer schlimm, es sei denn, man spielt die Amis ab Wolverine. Weil ab dann können die ja ihren Turm drehen. Bei den Russen ist es noch problematischer. Das war ein schöner 392 Geld gegen den VK 3001 Daimler. Wenn ich mich recht erinnere, war das der Daimler. Und eine Hellcat mit einem 366er Schaden. Auch nicht schlecht. Blieb der dazu verstehen? Okay, der Schuss vom M4 war auch nicht besser. Der hat von 91 noch einen stehen lassen. Und jetzt geht's auf den KV-1. Und. Wunderprächtig. KV-1 schön Doppelschaden angerichtet. Einmal wegen Trefferhit. Und er hat sich gerade auch komplett den Daimler geholt. Ne, einmal den KV-1 gehittet, einen Schaden angerichtet, und der jüngste KV-1 hatte kein Feuerlöscher mit an Bord. Dementsprechend auch noch Schaden durch das Feuer bekommen. Wir sind bei 3 Kills und schon knapp 2000 Schadenspunkte, die am gegnerischen Team angerichtet wurden. Damit führt aktuell mein Brüderchen die Tabelle an. Und jetzt haben wir natürlich das Zielproblem der Russen, vor allem wenn sich der Gegner bewegt. Und so ein ELC ist ein nicht gerade unagiler oder ein unagiles Ziel. Es sieht aber so aus, als ob er getrackt wurde. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Dann hat er den Rest noch abgestaubt. 4 Kills. Mal gucken, was noch daraus wird. Ah, so viel Schaden hat er bisher noch nicht gefressen. Nur einmal durch die Hellcat was gekriegt. Der 3001. Ich sag immer noch Daimler. Ich glaube, das D stand für Daimler. Also Benz, Mercedes. Und da ist das Spiel auch schon zu Ende. Hey. 15 Kills am gegnerischen Team angerichtet. Das Spiel hat aber nicht lange gedauert. Wir sind bei 2078 Schaden, 4 Kills, und den Rest könnt ihr euch in den Statistiken anschauen. Und wir sehen uns dann gleich wieder im zweiten Teil dieses Videos. Also bis gleich. So, meine lieben Freunde, da sind wir auch schon in der zweiten Hälfte dieses Videos. Diesmal ist mein Brüderchen, ich spring mal vor, unterwegs im VK 3002M. Und ich habe schon wieder vergessen, wofür das M stand. Ich glaube nämlich nicht, dass S für Mercedes stand, weil das D war, glaube ich, Mercedes. M weiß ich jetzt gar nicht. Ich sollte mir das mal aufschreiben. Wir sind unterwegs auf der Südküsten-Map. Und auch hier wieder, ich gehe in die freie Kameramodus, weil mein Brüderchen, oder weil dieses Replay noch älter ist und nicht kompatibel mit dem aktuellen Patch. Dementsprechend haben wir leider keine Richtschützenperspektive. Oder keine ordentliche, wir haben eine. Aber die sieht dann. Moment. Nee, so hoch kommst du mit dem Kanönchen nicht. Na, springt er runter.
Er hat noch gesessen. Er wird von da hinten geballert. Vom Crusader. Den hat es noch zerlegt. Jetzt ist die Frage, wie kommt man da raus, ohne vom Crusader großartig Schaden zu nehmen? Ich gehe wieder an die freie Kamera. Ja, denn wir sehen, der Zielmodus ist kacke. Schön Crusader Schaden angerichtet. Noch zwei Schadenspunkte stehen. Ich finde das immer blöd, wenn man so. Okay, er ging in den Freitod der Crusader. Also ist immer blöd, wenn noch so ein, zwei Schaden, also unter 10 Schadenspunkte stehen bleiben. Da hat es den nächsten erwischt. Den T49. Jetzt geht's ran an die Hellcat. Schön ist, die Hellcat hat jetzt natürlich das Problem, dass sie in der tieferen Position ist, also in der erhöhten Position, und kann dementsprechend besser agieren und die Höhe auch als Deckung nutzen. Da hat sie Hellcat zerlegt. Wir sind bei 3 Kills, 666 Schadenspunkte, die ausgeteilt wurden, und es leben noch einige im gegnerischen Team. Da steht noch ein Comet. Hat sogar gesessen aus der Fahrt heraus. Und der Comet, mal gucken, traut er sich noch ran oder versteckt er sich? Ich bin gespannt. Okay, wieso drehst du dich da? Was machst du? Komisch. Oh, der könnte sitzen, der könnte sitzen. Der Comet ist nämlich abgelenkt durch den KV-1 und den E-25, die da vorne vor ihm rumfahren. Da hat er nämlich gerade ganz andere Probleme. Und Röhrchen kann sich gemütlich Richtung Cap des Gegners auf den Weg machen. Steht 7 zu 4 für seinen Trupp. 807 ausgeteilte Schadenspunkte schon. Achso, ganz vergessen, der 3002 ist natürlich ein deutscher Panzer, in dem Falle ein Tier 6 Medium. Ist ab Tier 5 nach unten abgespalten, glaube ich, und geht damit in die Reihe vom... Ich hab's vergessen. Ich kann es euch nicht mehr sagen. Ich hab's jetzt nicht mehr im Kopf, wo die Reihe endet. Müsste ich jetzt theoretisch nachschauen, aber ist ja auch egal. 9 zu 5 steht's. Und er kommt durch den T25 nicht durch. Jetzt. Die gehen wahrscheinlich vorher alle in die Pampa, ins Gelände. 997 Schaden. Noch ist keiner am Cappen. Weder Gegner noch eigene. Obwohl die Gegner haben, glaube ich, eh keine Chance. So wie das ausschaut, kriegen die das eh nicht gebacken. Da fliegen schon wieder die ersten Beleidigungen durch den Chat. Am Rollingen. Schön langsam, uns reißt wieder die Kette in zwei. 1068 Schaden ausgeteilt. 4 Panzer auf dem Gewissen. Und ich wollte schon sagen, das Fliegen lernt er jetzt auch noch. Aber nein, er hat vorher noch rechtzeitig die Bremse gezogen. 2 Heavys noch übrig beim Gegnerteam. Ein BDR und ein Tiger sind noch da. Der BDR noch fast mit vollen Lebenspunkten. Jetzt bei 50%. Und komm. Nein, schaff's nicht mehr. Doch, er hat noch abgestaubt. Die letzten 37 Lebenspunkte hat er dem AT-8 noch geklaut. Aber der Tiger hat ihn genau im Visier nehmen können. Ja, schön Deckung suchen hinter dem Panzerwrack. Und mal schauen, ob man noch was an Schaden raushauen kann. Ich glaube fast, dass der AT-8 nicht gerade begeistert war, dass Bücherchen ihm die Kill geklaut hat. So, und den Tiger hat es auch zerlegt. Und damit ist die Runde vorbei mit insgesamt 5 Kills und 1233 Schadenspunkte am gegnerischen Team. Die Folge ist diesmal ein bisschen kürzer, es tut mir leid, aber ich habe echt versucht, so viel wie möglich aus diesen Mix-Videos zu machen. Und weil danach eigentlich nur noch 2 Videos übrig sind, die gemixt sind,
also jetzt am Freitag, das könnte sogar noch kürzer werden. Aber alle anderen Panzer waren immer zwei Panzer, also ein Panzer war für zwei Videos immer vertreten. Deswegen werden die Videos diesmal ein bisschen was kürzer. Ich hoffe, es stört euch nicht groß. Ansonsten sehen wir uns sehen wir uns in 2 Tagen wieder beim letzten Mix-Video. Also bis dann, tschö.